Oh mein Gott. Alter, guckt euch das an. Das ist so das Sinnbild für diese Ernte, ja. Das ist 100% Verlust. Aber sonst habe ich ja nicht mal Geld, um das hier überhaupt wieder zu reparieren, ja. Scheiße. Reinfahren oder was? Moin Leute, vor ein paar Wochen habe ich diese Nachricht von unserem neuen 100 Hektar Heimathorst Wenz bekommen. Der Junge hat es so gewollt, er nimmt eine verdammt harte Ernte mit. Gewinn mache ich mit dieser Ernte nicht mehr, es geht nur noch darum, den Verlust zu minimieren. Ich war vor 3 Wochen schon mal hier, da wollten wir das Video drehen. Es hat geregnet und deswegen konnten wir nicht dröschen, da musste ich wieder nach Hause fahren. Man sagt ja normalerweise, der Bauer freut sich über den Regen, aber in dem Fall ist es ja nicht so. Michel, was macht das mit der Ernte? Es ist jetzt nicht tragisch, wenn es in der Ernte mal regnet. Aber wenn es 3 Wochen am Stück regnet, das ist einfach worst case. Wir werden jetzt nichts mehr ernten, was für die Humanernährung, für dich, für den Kameramann zu gebrauchen ist. Darum ist es natürlich auch in der Landwirtschaft so wichtig, dass es andere Verwerter gibt, wie beispielsweise eben Tiere. Weil viele sagen sich so, warum bauen die nicht einfach nur Getreide an für dich und mich? Wir brauchen doch keine Tiere. Ja, aber jetzt kannst du das nicht mehr essen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Verluste reduzieren. Von daher gibt es, wenn überhaupt, nur ein Flächenziel, ja, 25 Hektar. Ich habe sehr viel Angst, muss ich sagen, sehr viel Angst. Ja, solltest du auch. Am Anfang tasten wir uns mal vorsichtig ran, aber zum Schluss musst du die Kiste da hinten auch selber fahren. Meinen Mähdrescher, von mir auch Johanna genannt, lege ich jetzt in deine Hand. Du darfst den Mähdrescher von gestern Abend sauber machen. Wir haben Ablagerungen an der Maschine und wenn irgendwo vom heißen Motor oben mal was runterbröckelt, kann sich schnell die ganze Kiste in Flammen auflösen. Ich mache jetzt den Druckluftkompressor an und dann kannst du mit ordentlich Druck überall den ganzen Staub wegblasen. Also von oben nach unten. Ja, wie rum ist mir egal, ob das sauber. Und Vollgas, ne? Richtig draufdrücken. Alles was geht, Vollgas. Jawohl. Ja, da kommt der Staub. Ist hier der Luftfilter drin? Ja, da gehen wir auch gleich ran. Ah, okay. Das ist ein schlaues Wenz. Ah, vielen Dank. Der Wenz ist auf jeden Fall sehr ordentlich, aber man merkt, dass er selber keine Getreide zu dröschen hat. Der ist nämlich noch ein bisschen langsam. Der muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, weil wir wollen ja hier heute was ernten. Das Ding darf nicht aus sein, das muss den ganzen Tag laufen. Gib mir her, Wenz, ich mach das mal fix von der Seite hier. Alles klar, Chef. Du kannst ja mal das Ding hier ein bisschen halten. Aha. Jetzt machen wir Teamwork. Warum mache ich das aus dem Handgelenk? Ah, okay. Dann sieht das nicht ganz so dämlich aus. Jo, Wenz, hast du fein gemacht, alles schön sauber, du bist dreckig. Danke, das gefällt Chef. Mir. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal raus und messen, wie feucht unser Getreide jetzt ist. Ja, wir sind jetzt hier am ersten Feld, das ist Roggen. Die Kornfeuchte ist wichtig, weil wenn die zu hoch ist, dann kann das nicht gelagert werden, weil es anfängt zu schimmeln. Die ganz harte Zahl ist 14,5% Feuchtigkeit. Und das überprüfen wir jetzt, indem du dir hier ein paar Ähren schnappst. Ja, du hast die Ähre. Okay. Aber man merkt schon hier beim Rumlaufen, dass man die ganze Zeit nass wird. Ja, das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Okay. Was du dann hier auch noch siehst. Ist eine Schnecke dran. Das sind Schnecken, die fressen natürlich auch gerne. Was du aber auch merken wirst, wie die hier zum Beispiel, da ist gar nichts drin. In diesem Jahr kommen die zwei schlechtesten Kombinationen zusammen. Zum einen eine Trockenheit, eine Dürre im Mai und Juni. Und das hat uns sozusagen den Ertrag gekostet. Und jetzt kommt zusätzlich die Qualitätseinbuße. Dadurch, dass wir im Juli permanent Regen haben. Und das ist ein Messgerät zur Feuchteüberprüfung. Jetzt will ich auch. Und wie ist das? Ist schon bissfest, ne? Ja. Aber mein Gefühl sagt, also wir brauchen ja 14,5. Das schmeckst du raus, den, ja? Ich schätze ihn zwischen 18 und 20. Ja. So ein Blödsinn, dass du das rausschmeckst. Zwischen 18 und 29 habe ich, glaube ich, gerade gesagt, kann das sein? Mhm. Ich bin eine lebende Messmaschine. Gleiches Spiel nochmal, ab in Weizen. Oh. Hier war gestern Feierabend an der Stelle, ne? Echt? Ja, hier hast du aufgehört dann. Das ist so das Sinnbild für diese Ernte, ja. Man muss immer daran denken. Hier steht die Arbeit eines ganzen Jahres, die ganzen Ausgaben. Und jetzt kommen wir einfach nicht dazu, das reinzuholen. Weil sonst habe ich ja nicht mal Geld, um das hier überhaupt wieder zu reparieren, ja? Und das ist alles ganz furchtbar. Wenz, hier siehst du das größte Problem, was eintreten kann in dieser Ernte.
nämlich dass Weizen, der vom Sturm umgeknickt wurde oder auch vom Starkregen, liegt schon wochenlang da unten am Boden und hat ständig Feuchtigkeit, weil es ja ständig regnet. Und jetzt wächst unser Korn, was hier in der Ähre ist, von alleine wieder raus. Und das kann ich gar nicht mehr dreschen. Das ist 100% Verlust. Wenn du jetzt sagst, das ist eine 20 Hektar Fläche und davon liegen 2 Hektar, die sind komplett weg, hast du schon mal 10% definitiv Verlust. Plus die ganzen anderen Verluste, von denen ich vorher erzählt habe. So sieht's aus. Und das nimmst du halt auch jeden Tag mit, ne? Du bist jeden Tag diesem Frust, nenne ich das hier mal, ausgesetzt. Und du gehst damit abends ins Bett, du kannst kaum einschlafen und du wachst morgens auf und weißt, ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ja. Und das ist schon eine starke Belastung. Ja. Für manche auch zu stark. Oh fuck, 18,5. Das ist ja richtig schlecht. Wir haben einen Anhänger umgebaut. Da ist so ein Trocknungsboden drin. Das heißt, wir können jetzt schon mal anfangen, diesen Anhänger voll zu dröschen. Deine zweite Mission für heute ist, dass du das Schneidwerk anbaust. Wahrscheinlich wird am schwersten das mit der Hydraulik hier hoch und runter, dann gerade ans Schneidwerk ranfahren und so. Bist du aufgeregt? Ja. Steht dir jetzt schon mal gut. Also fahrtechnisch sollte es ja hinhauen, oder? Zieh dir das Lenkrad ran, dass du da maximale Kontrolle hast, dann steuerst du mittig aufs Schneidwerk zu und musst dann hier die Höhe nehmen und damit richtig einrasten. Okay, sieht's gut aus, Chef, oder sieht was? Man noch? Das sieht gut aus und jetzt fährst du noch ein bisschen vor. Jetzt hast du es richtig voll, bis er nicht mehr weitergeht. Gut, ja. Und jetzt langsam zurück. Spiegel gucken, Räder gerade stellen. Und? Ja doch, ist nicht so leicht. Das war der erste Teil, das ging noch relativ gut. Jetzt müssen wir die Gelenkwelle anschließen und die ganze Hydraulik. Ist schwer, richtig ordentlich zu packen. Jawohl, gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt raus, andüdeln, schieb mal noch. Ja. Perfekt. Leute, jetzt geht's richtig los. Ich sitze hier neben Michel im Mähdröscher. In so einem Riesenteil saß ich noch nie drin. Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Lasst doch mal ein Like beim Video da für dieses geile Gefährt. Ja, jetzt aber genug gelabert. Jetzt fahren wir raus ins Feld. Wir wollen noch ein bisschen was schaffen heute. So, wir sind jetzt hier auf dem Dröscher. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Schlachtfeld hier. Michel hat ja schon ein paar Stellen geerntet und überall sind Fahrspuren drin. Hier steht Wasser. Ja, hier steht's Wasser. Wir fahren jetzt deutlich schneller, als wir normalerweise fahren würden, weil es zu nass ist, dass wir einfach den Schwung mitnehmen und versuchen mit Schwung ja irgendwie durch die nassen Stellen auch durchzukommen. Das ist auf jeden Fall ein extremer Eindruck, den man jetzt direkt noch bekommen hat. So für das erste Mal, wo man wirklich live drin sitzt. Ja, jetzt ist die Sonne raus. Wir haben es auch schon fast um 2, hat ja eine Weile gedauert. Aber jetzt steigt natürlich der Erntedruck nochmal, weil jetzt kann man ernten. Jetzt haben wir so die 14-15% Kornfeuchtigkeit. Und jetzt zählt hier jede Minute, jetzt müssen wir Gas geben. Also du kämpfst ja hier wirklich für jede Reihe. Das ist extrem. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Aber das ist auch nicht normal. Es geht schon wieder unglaublich schwer. Jetzt fangen wir auch schon wieder an, so ein bisschen zu driften. Man merkt richtig, wie der Dröscher absackt. Also wirklich auf eine gute Distanz runtergeht einfach. Scheiße. Reinfahren oder? Du fährst jetzt eh rein, oder? Fahr mal, ist halb voll das Ding. Ja. Guck mal, was du finden kannst. Ich schraub das hier schon wieder weg. Also Leute, ich erkläre das jetzt als Laie, ja? Weil der Chef ist jetzt hier beschäftigt. Hier, die Messer gehen ja immer an diese Finger vorbei. Genau hier wird immer die Pflanze abgeschnitten. Und der Finger ist hier an einer Stelle abgebrochen. Deswegen schneidet es an der Stelle natürlich nicht, weil das Teil hier fehlt. Und das muss jetzt ausgetauscht werden. Der ist abgerissen, weil es halt so ein unebenes Gelände ist und man schnell fahren muss. Und ich habe leider nicht den passenden Finger mehr hierbei. Weil ich letztens schon alle aufgebraucht. Schon ein paar mehr durch dieses Jahr. In der Werkstatt haben wir noch
müssen wir zumindest noch ein paar alte haben und dann gucken wir mal, ob die passen. Geht jetzt weiter. Ich glaube, wir haben keine Fahrgassen mehr, deswegen müssen wir jetzt quasi auf nicht verdichteten Boden fahren. Ne? Und da ist jetzt natürlich das Risiko höher, dass der Dröscher jetzt einsinkt. Oh mein Gott! Oh! Alter, guckt euch das an! Ey, das war ganz schön eng! Das war ganz schön. Oh. Du hast ja schon deine ersten zwei Challenges erfolgreich gemeistert. Dann fehlt eigentlich nur noch das Dreschen an sich. Ne? Ja, heute sind ja spezielle Bedingungen. Ach, das ist ein Spaziergang hier. Geht von alleine, guck doch mal. It's free. Man muss drei Sachen machen. Man muss denken, die richtige Fahrgeschwindigkeit steuern, vor und zurück und die Haspel. Ja. In der Höhe ordentlich führen. Das kriegst du hin. Okay. Eins ist immer oben, zwei ist runter und drei wäre richtig tief. Wir machen nur zwei. Also ich fahr zuerst ein Stück los und mach dann zwei. Du kannst jetzt auf die Taste 2 drücken und fährst dann schon mal vor. Okay. Ja, jetzt schiebst du nach vorne den Hebel. Und ruhig. Ein bisschen mit Schwung hier, sonst okay. Kratzt nämlich schon. Ah, ja. Merkst du? Ja. Ja. So. Fahr ruhig, keine Angst. Jetzt hast du gezögert, jetzt kommen wir vielleicht nicht mehr weg hier. Ein bisschen Hebel zurück? Nee, hör. Okay, warte mal. Jetzt hast du ein bisschen zu sehr gezögert. Erstmal wieder rauskommen hier. Denk mal ein bisschen. Ja. Müssen eigentlich durch sein. Also Taste 2 und jetzt kannst du lenken. Okay. Alter. Schön gerade halten, den Bock. Und einen Hebel nach vorne. Ja, das ist, weil der driftet. Ach so. Ja, das ist, weil jetzt. Hey, der ist total schnell weggefahren. Genau, so geht's mir ständig. Das war gerade komplette Reizwirkung. Aber ist schon, also man muss schon echt, wenn man nicht Automatik lenken drin hat, muss man echt die ganze Zeit aufpassen. ja, vor allem jetzt gerade der Anfang, Alter. Da darfst du wirklich gar nichts falsch machen. Jetzt steuerst du den Trailer da an und machst du noch das Abtankrohr raus, das geht über diesen da. Was für voll durchdrücken. Nee, voll durchdrücken. Gut. Mitte Anhänger, und stopp. Und jetzt drückst du den gelben Taster hier. Ja. Und dann geht's da gleich los und dann siehst du auch schon wieder auf der Kamera. Ich hatte es am Anfang ja sogar fast verkackt. Bald haben wir tatsächlich den Abschnitt geschafft, den wir hier heute schaffen wollten. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass Michel immer noch so gute Laune hat, weil was ich heute mitbekomme, ist komplette Katastrophe hier. Also echt großen Respekt an Michel an der Stelle. Jetzt muss ich aber schnell weiter, weil Michel, der ist schon echt durstig. Ne? Also. I'm a bad bitch, boy. Boah, ey, das ist Alter. Jetzt ein bisschen Hebel schieben. Schneller. Nee, stopp. Taste 1. Jetzt mit ordentlich Schmackes zurück. Alles, was du kannst. Vollgas rückwärts. Jawohl. So, hier ist offensichtlich Schluss, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir den Profi ranlassen. Auf jeden Fall 3 von 3 in Extremsituationen stark durchgezogen. Einmal frei gemacht. Ja, das bedeutet im Nachgang hier auch noch jede Menge Arbeit für mich, um den Acker wieder gerade zu biegen, also wieder glatt zu kriegen. Und dann auch die Verdichtung, die ich jetzt mit dem Mähdrescher mache, auch wieder nachhaltig rauszubekommen. So, es ist 6:45 und wir fahren jetzt rüber zum Roggen. Die Fläche ist sandiger, die ist auf jeden Fall befahrbar. Und da machen wir jetzt auch noch, solange wir können, ich denke mal, bis die Sonne weg ist. Ich denke mal, wir können noch eine Runde fahren. Du fährst da so eine Schleife und fährst da wieder runter.
als die Sonne geht so langsam unter. Der Staub fängt so langsam an zu stehen. Das ist so ein Zeichen, dass die Luftfeuchtigkeit anzieht. Ja, für die nice Shots. Also ich denke mal, jetzt ist Schluss, war. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Gehen wir mal hin zu Michel. Moin Meister, bist du fertig? Ja. So, es ist 21.30 Uhr. Jetzt bauen wir das Schneidwerk ab. Wenn wir das Schneidwerk abbauen, dann darfst du deine letzte, vierte kleine Aufgabe erledigen und mit dem großen Laubbläser noch mal den groben Dreck abblasen. Der Tag endet, wie er angefangen hat, mit Saubermachen. Wir hatten ja Tagesziel 25 Hektar mal so grob formuliert. Ich glaube, wir stehen jetzt um die 22, also leicht verfehlt, aber immerhin. Der Roggen jetzt hier ist eine richtige krasse Enttäuschung vom Ertrag. Der hat hier auf diesem sandigen Boden, wo man zwar schön fahren kann, leider gar keine Wasserreserven gehabt im Mai und Juni. Und darum ist zwar viel Halm da, aber kein Korn. Vince, wie war's? War ein krasser Tag. Ich habe wirklich sehr viel mitgenommen, vor allen Dingen auch extreme Situationen. Ja, war auch ein stressiger Tag. Mähdrescher fahren, richtig krasses Erlebnis. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ja, hat mich gefreut. Kannst gerne wiederkommen. Vielen Dank. Hat ja vom Schlag an geklappt, ne? Kannst gerne auch so wiederkommen, ohne Kamera. Sehr große Worte vom Meister. Jetzt sind auch die Mücken da und ich habe Kopfschmerzen. Also von mir aus ist jetzt auch Feierabend. Ja, heute war auf jeden Fall ein krasser Erntetag. Die Hälfte vom Ergebnis liegt hier hinten, zumindest vom Weizen. Da hinten liegt noch das vom Morgen heute. Bin auch echt fertig jetzt, freue mich aufs Duschen gehen. Leute, soll ich auch mal bei Ronja oder Philipp vorbeischauen? Schreibt es mir in die Kommentare. Alle, die das Video bis hierher gesehen haben, müssen spätestens jetzt auf Abonnieren drücken und uns ein fettes Like geben. Hier sind noch zwei Videos. Das obere ist von 100 Hektar Heimat und das untere ist von True Doku. Das ist eine Agrarwissenschaftsstudentin, die ihr Studium mit Hilfe von Strippen finanziert hat. Boah. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten haut da rein. Tschö. Mehr geht nicht.